Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Ja, wenn ihr mal auf unser Geld guckt, ihr seht, es ist soweit. Wir lassen unsere kleine schöne Bude hinter uns, die wir so mühselig aufgebaut haben, und suchen uns eine neue. Wir brauchen einmal hier Immobilien. Da haben wir eine. Vier Zimmer, 69 Quadratmeter. Ja. Haus kaufen. Nein, ich möchte noch nicht dahin. Wir tun jetzt nämlich erstmal unser altes verkaufen. 85.000. Moment. So. Jetzt haben wir das hier. Kaufen 85.000 und schon sind wir in unserem neuen Heim und der ganze Spaß geht von vorne los. Uiuiui. Okay, also wir haben eine ganze Küche, das ist schon mal gut. Dann haben wir ein Badezimmer. Oha, ist das groß. Also hier können wir ordentlich was machen. Und wahrscheinlich ein Schlafzimmer, genau. Oh, sogar mit so einer Tür. Alter, Luxus pur. Okay, dann würde ich sogar sagen, würden wir hier unser Gamingzimmer machen. Das machen wir im Flur. Der ist im Flur. Küche, also hier Schlaf- und Gamingzimmer. Küche, ja. Badezimmer, nee. Ja, würde ich erstmal sagen, tun wir erstmal wieder alles Unnötige verkaufen. Um noch ein bisschen mehr Kohle zu machen. Oh, das Geile ist, wir können jetzt unser Gaming-Zimmer sogar separat mit Farben machen. Ach so, oh, die ganzen Gläser brauchen wir nicht. Bye, bye. Weg. Ja, mach dann bitte schön die ganzen Kisten hier. Zu echt. So. Okay, es ist ja alles sehr rustikal gehalten, aber wir machen es zu einer richtig schönen, neuen, modernen Wohnung. Aha. Unser Geld steigt nur so auf. Wenn wir so weitermachen, können wir uns gleich die nächstbeste Wohnung kaufen. Alles verkaufen hier, wir brauchen hier nichts von, wir kaufen uns das alles selber. Was ist das denn für ein fetter Fernseher? Nee, wie geht's? Heute ist der Abrisstag, so gesehen. Mal den Müll direkt auch mit rausgebracht. Ey, das ist das schlimm hier. Ich bringe den Müll nicht nur raus, ich verkaufe ihn direkt. Das muss man mir mal nachmachen. Und das Gute ist, ich habe ja jetzt viele neue Items, die ich hier freigeschalten habe, also so gesehen. Und ihr seht, wir haben nur noch 5 Coins, das heißt, wenn wir einen Auftrag machen, können wir leider keinen machen, wo wir selber was kaufen müssen. Das ist das Problem. Wer möchte bitte in der Küche hier? Oh Gott. Also im Schlafzimmer werden wir einen schönen Teppichboden machen, das weiß ich schon. Alter, was ist das denn? Warum sind denn hier so. Uiuiuiui. So. Lampen verkaufen. Alles weg. Nichts wird hier übrig bleiben. Wir werden einmal das komplette Haus leer räumen. Weißt du noch, es sind halt auch diese ganz kleinen Details, die das Haus auch so unvergesslich machen. Ich meine, wir sind jetzt wirklich. Also, wir haben unser altes Haus echt gut hingerichtet. Aufpoliert, genau das ist das Wort.
Und ich glaube, da wir jetzt noch mehr Platz haben, wird es noch geiler. Also ich glaube, das hier wird wirklich unser YouTuber-Haus und nicht dieses andere Ding. Es war nur eine vorübergehende Bleibe, sagen wir mal so. So, ein Kronleuchter. Nein, der, oder? Nee, das ist wirklich zu rustikal. Alles weg hier. Also mich gerade frage. So, jetzt solltet ihr meine Stimme besser hören. Gut, haben wir das auch. Hier sind noch ein paar Steckdosen, alles weg. Und dreckig ist es auch noch. Ja, wir machen hier wirklich alles einmal weg. Also auch alle Möbel. Wird alles neu gekauft. Neue Türen kommen rein. So. Für 1000. Ach, das war so ein Waschbecken. Aha. Stimmt, das müssten, hätte ich vielleicht da lassen sollen, das kann ich so nicht freischalten. Ja gut, das war jetzt etwas blöd. Na gut, ja. Nee, ist eigentlich egal. Ich meine, ich kann mir sowas holen wieder. Für einen neuen Auftrag. Kompletter Verkaufstag. So. Sieht doch. Ah, gleich. Hat er bitte solche Lampen im Badezimmer? Oh, ja. Meine tut schon der Hals weh vom ganzen Aufnehmen heute. Weg mit dir, weg mit dir. Schick. Okay, dann haben wir hier noch unser schönes Schlafzimmer. Oh Gott. Alles verkaufen und in der nächsten Folge geht es dann wieder ans Renovieren. Wobei ich mache alles sauber, dann tun die Wände streichen und sowas, genau. Wobei der Schrott bringt uns gar nichts, schade. Ja. Alles weg. Nee, alles weg, wirklich. Auch die Halterung. So. Das erste, was ich jetzt mal bevor mache. Ah ja, Scheiben putzen ja ganz toll. Immer dieses Putzen, ey. So. Genau, ich möchte es nämlich austauschen. Gegen. Oh. Kann nur so, ja, egal. Natürlich. Aber wir haben noch diese drei Farben. Haben wir nicht auch weiß? Na, ah, viel besser. Okay, welche Farbe wollen wir denn hier nehmen? Ich glaube, für Schlafzimmer bzw. Gaming-Zimmer nehmen wir wieder rot. Dann hier der Flur wird schick weiß. Küche werden wir sehen. Und Badezimmer wird halt auch mit Fliesen sein, ja, doch. Aber vielleicht mit blauen Fliesen. Ja, dann werde ich schon mal anfangen, einiges einzurichten. Zu putzen. Und ja, mach's gut für diese Folge. Und ciao, euer Red Gamer.